Was wir derzeit an der Wall Street sehen, ist der wohl seltsamste Markt aller Zeiten. Und warum das so ist, das will ich in diesem Video ein bisschen beleuchten. Wir starten mal mit den verschiedenen US-Indizes. Da sehen wir oben die Nasdaq hier mit Wochenkerzen. Alles super bullisch, da geht es weiter nach oben. Dann sehen wir den S&P 500. Unsicher, da ist so eine Unsicherheitskerze nach der anderen. Jetzt die zweite nacheinander. Wir sehen, der Dow Jones fällt tendenziell und wir sehen, der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, der fällt relativ deutlich. Wir haben also einen Star, wir haben den Nasdaq, wir haben die Tech-Werte. Die laufen super, oder? Könnte man denken, aber dem ist nicht so, denn schauen wir uns mal unter der Oberfläche die Dinge an. Oben sehen wir der Index neues Allzeithoch. Hier, was wir hier in grün sehen, das sind die neuen Hochs im Nasdaq. Also wie viele Aktien erreichen neue Hochs? Was wir rot sehen, wie viele Aktien erreichen neue Tiefs? Und wir sehen, dass diese Grafik, dieser Balken deutlich stärker steigt. Wir sehen hier den McLaren Oscillator, zeigt deutlich nach unten. Wir sehen New York Advanced Decline. Also wie viele Aktien fallen in Relation oder steigen in Relation zu Aktien, die fallen. Und wir sehen, auch hier geht es deutlich nach unten. Wenn wir uns also den besten Index an der Wall Street anschauen, der permanent neue Allzeithochs erreicht, der offenkundig am besten aufgestellt ist, dann stellen wir fest plötzlich, dass wir noch nie so viele Aktien in diesem Index haben fallen sehen seit dem März 2020, damals der Corona-Crash. Wir sind also faktisch, was die Struktur des Marktes betrifft, schon in einem Corona-Crash, aber dennoch erreicht der Index neue Allzeithochs. Das passt irgendwie nicht zusammen. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder der breite Markt hat ein Signal gegeben, dass auch die großen Tech-Werte irgendwann erwischen wird, oder der breite Markt wird aufholen in Relation zu den großen Tech-Werten, denn es sind die Apples, die großen Tech-Werte dieser Welt, die eben diese Performance ermöglichen, weil sie starke Marktgewichtung haben. Ziehen sie die Indizes zumindest da, die Indizes, die diese großen Tech-Werte enthalten, ziehen sie mit nach oben. Der Rest schmiert ab, das sehen wir ziemlich deutlich. Wir sehen, wie die Dinge hier auseinanderdriften. Schauen wir uns mal hier Nasdaq-Aktien an. Da sehen wir den Nasdaq 100, der ist auf Allzeithoch. Aber gucken wir mal Aktien an wie PayPal, wie Twitter, wie Palantir, wie Roku, wie Alibaba, wie Baidu, wie Zoom, wie Robinhood Markets. Die sind alle, Nikola, die sind alle 40, 50 bis 80% unter ihrem Allzeithoch. Also wir sehen, die innere Struktur, die ist längst nicht mehr so gegeben. Es sind nicht so diese Highflyer-Aktien wie Palantir 1, die jetzt richtig gut laufen, sondern es sind nur noch die Apples, es sind nur noch die Amazons, es sind nur noch die Googles, die Microsofts, die das Ganze hier praktisch oben halten und kaschieren, wie desaströs eigentlich die Lage der allermeisten Aktien ist. Jetzt schauen wir uns mal den Nasdaq an in Relation zum Dow Jones. Der hat um 3,7% besser abgeschnitten als der Dow Jones, also der Nasdaq. Das hatten wir nur zweimal in dieser Woche. Und wir sehen, dass die Ratio, also das Verhältnis des Tech-Sektors in Relation zum Gesamtmarkt, es gibt ja die hier Tech-ETFs, die sozusagen den Tech-Sektor abbilden, und es gibt den SPY, der praktisch den S&P 500 abbildet. Hier sehen wir, dass Tech auf dem höchsten Stand seit Oktober 2000 ist, also Hochpunkt der Dotcom-Blase. Wir haben also die Situation, die meisten Aktien fallen, die Schwergewichte aus dem Tech-Sektor fallen nicht. Warum passiert das? Normalerweise deutet das auf eine Situation hin, wie wir sie im massivsten Lockdown in Corona gesehen haben, als eben die Tech-Werte gut liefen, der breite Markt abverkauft wurde. Das änderte sich ja dann erst am 9. November 2020 so richtig, als eben diese Impfstoffmeldung kam. Jedenfalls sehen wir, wie die Dinge hier auseinanderdriften. Beim MSCI World, also dieser Index, der vermeintlich die ganze Welt abbildet, aber faktisch zwei Drittel aus US-Werten besteht, da sehen wir, dass der Value-Index in Relation zum Growth so praktisch ein neues Allzeittief erreicht hat. Also als wären wir jetzt im totalen Lockdown. Gut, die Österreicher sind das, aber wir Deutschen noch nicht, die Amerikaner noch viel weiter davon entfernt. Dementsprechend ist das schon eine sehr interessante Message. Und wir sehen jetzt, dass der S&P 500 in den letzten 6 Monaten 14% gewonnen hat. 14%, also deutlich zweistellig. Und dennoch haben 175 Aktien in diesem Index sind gefallen. Also etwa, ja, mehr als ein Drittel auf jeden Fall.
Das ist ungewöhnlich, wenn ein Index so deutlich zulegt. Und hier ist eben auch dieser Enthusiasmus von Retail-Investoren, wird hier genannt in diesem Artikel der Financial Times. Und den wollen wir uns mal anschauen. Hier sehen wir das Gesamtvolumen von Calls, von Call-Optionen auf Equities, also auf Einzelaktien oder auf Indizes. Hier sehen wir absolut durch die Decke schießen. Da ist ein richtiger Frenzy von Retail-Investoren mit dabei. Aber jetzt sehen wir erste Signale, dass sich da etwas ändert. Wir haben nämlich jetzt zum Beispiel am Freitagabend gehabt Mr. Clarida, Fed-Vize, der gesagt hat, ja, es könnte angemessen sein, dass wir das Tapering schneller durchziehen werden. Wir werden uns dazu bei der Dezember-Sitzung oder auf der Dezember-Sitzung der Fed dazu äußern. Damit ist er jetzt der dritte Kandidat, der das andeutet. Wir hatten erst James Bullard, St. Louis Fed, dann hatten wir den Governor Christopher Waller, den ich auch am Marktflüster am Freitag hier habe erwähnen können, und wir haben jetzt eben Clarida. Also wir haben drei Fed-Speaker, die sagen, wir müssen wahrscheinlich aufgrund der hohen Inflation schneller raus aus diesem Quantitative Easing, müssen das Tapering schneller durchziehen, werden früher damit fertig. Und wenn wir uns die History mal anschauen, dann hat das hier Sven Nordwig sehr gut aufgedröselt. Die Fed wird nie tapern. Es gibt auch meine Videos bei denjenigen oder einige, die sagen, ja, die Fed wird nie tapern, die Fed wird nie die Zinsen anheben. Schauen wir mal, das sieht jetzt nicht gerade so aus, als würde das so kommen. Also die Fed wird nie tapern, die Fed wird ganz langsam tapern, bis jetzt der Zustand 3, da sind wir jetzt gerade, die Fed wird wahrscheinlich schneller das Tapering durchziehen, bis die Fed wird dann fertig sein mit Tapering und die jetzt eben die Zinsen anheben. All das geht ein bisschen schneller. Das zeigt, dass der Markt eigentlich hinter der Kurve ist dessen, was die Fed letztendlich schon innerlich umtreibt. Denn man spürt, dass dieses Transitory-Geschwätz eben nicht mehr haltbar ist. Dementsprechend muss man agieren, zumal das politisch immer dringender ist. Es ist ein hochgradig politisches Thema. 9 von 10 Amerikanern machen sich Sorgen über Inflation. Das sind 90%, und etwa die Hälfte davon sagt, ja okay, wir schränken zum Beispiel Restaurantbesuche ein, wir gehen weniger auswärts essen. Also man versucht hier sozusagen schon die Inflation mit einzukalkulieren und weniger zu konsumieren. Jetzt hat der Mr. Biden, US-Präsident, gesagt, er wird am Dienstag eine Rede halten über die Wirtschaft und die Inflation. Also hier sehen wir nochmal die Dringlichkeit dieses Themas Inflation. Und da heißt es aus dem Weißen Haus, ja, also in Sachen neuer Fed-Chef oder alter Fed-Chef, Brainard oder eben doch Powell, da wird es Anfang der Woche dann neue Erkenntnisse geben. Wahrscheinlich, vermute ich, wird Jerome Powell oder wird genauer gesagt Joe Biden schon morgen andeuten, wer dann Fed-Chef bleibt oder eben neue Fed-Chefin wird. Brainard eben als neue US-Demokratin, als Frau, als jemand, der strengere Regularien für Banken haben will. All das ist natürlich eine enge Geschichte. Das ist ein vor allem politisches Ding, was da jetzt abläuft. Die Frage ist, wie viel muss Joe Biden den Linken entgegenkommen? Die Linken würden sagen, hey cool, Brainard, die ist viel besser als dieser Wall Street Guy Jerome Powell, die ist für strengere Bankenregulierung. Das Wall Street Journal sieht hier jetzt auch das Endgame, aber es ist eben so, dass die Märkte bisher sich ganz klar für Jerome Powell positioniert hatten, gesagt haben, okay, der wird das auf jeden Fall werden, jetzt dürfte der Zweifel größer werden. Es ist wie gesagt nicht sicher, oft ist das eine Momententscheidung, wo Biden wird gucken müssen, wie ist die Konstellation, brauche ich jetzt eine Beruhigungspille für die Linken, US-Demokraten, ist das etwas, was ich jetzt ziehen muss, oder ist das eben eine andere Geschichte, die sozusagen warten kann und ich nehme erstmal Powell, um die Märkte nicht zu verunsichern. Andere sagen, ja, wenn Brainard jetzt der Fed-Chefin werden sollte, dann gehen die Märkte nach oben, weil sie als Dovischer gilt. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Es kommt ja immer Unsicherheit da rein, wenn ein neuer Fed-Chef oder eine neue Fed-Chefin ernannt wird oder dann ans Ruder kommt. Jedenfalls sieht ein Hedgefonds, der CIO, also ein Finanzchef eines Hedgefonds, der sagt, es ist eine Frage der Zeit, wann
sozusagen die Schachfigur Paul fallen wird, weil Biden die Konstellation eben ausnutzen muss, die sich ihm bieten wird. Also es ist nicht sicher, dass Brainard gewählt wird, es ist nicht sicher, dass Paul gewählt wird, aber es ist viel enger als manche glauben, das will ich damit sagen und das sage ich seit Tagen. Lloyd Blankfein sagt, ja, beide sind ähnlich gelagert, da wird sich nicht viel unterscheiden, aber Paul hat gezeigt in der Corona-Krise, dass er solche Krisensituationen bewältigen kann, dementsprechend wäre es eine deutlich sichere Wahl. Blankfein ist ja ehemaliger Goldman Sachs-Chef. Aber was passiert, wenn die Inflation nicht so transitory ist? Da hat jetzt JP Morgan eine Einschätzung gegeben. Also wenn die Inflation dauerhaft hoch ist, dann wäre die faire Bewertung beim S&P 500 bei 2500 Punkten. Das wäre also etwas mehr als die Hälfte der derzeitigen Kurssituation. Warum? Weil eben dann die Fed agieren muss, die Geldpolitik strafen muss. Und eins ist doch klar, wir verdanken diesen Indexstand oder die Aktienstände lediglich der Geldpolitik der Notenbanken. Das hat mit inneren Wertigkeiten der Unternehmen nicht allzu viel zu tun. Hier sehen wir mal etwa die Firmen, die gemeinhin als Zombie-Firmen bewertet werden, also deren Gewinn vor Steuern geringer ist als das, was sie an Zinszahlungen zu leisten haben. Bums, da sind wir jetzt bei knapp 6 Billionen Dollar. Gleichzeitig ist keiner mehr short in den Märkten. Wir haben jetzt die geringste Shortquote ever mit 1,5%. Das bleibt immer auf diesem ganz niedrigen Niveau. Also alle wollen mit, alle müssen mit. Wir sehen hier auch unter anderem bei diesen Non-Fungible Tokens, wie da die Bewertungen, wie da dieser Markt wächst. All das ist natürlich auch Ausdruck von Inflation. Die Liquidität sucht sich ihre Kanäle in illiquiden Assets, die dann durch diese Non-Fungible Tokens besser handelbar sind. Also es ist all das ein Ausweis, wie die Dinge eskalieren und die Fed hat zugeschaut. Jetzt sehen wir eine interessante Entwicklung bei Deere, diesem Landwirtschaftsmaschinenhersteller, Traktoren etc., da die absolute Nummer 1. In der Welt, da ist einer der wenigen Produkte, wo die Amerikaner wirklich noch richtig gut sind. Jedenfalls haben hier die Mitarbeiter ja lange gestreikt von dir und haben jetzt einen Abschluss bekommen, der sehr vorteilhaft ist. Da muss man wirklich sagen, da ist das Management ihnen sehr entgegengekommen. Die Mitarbeiter hatten gesagt, hey, wir haben euch in der Corona-Krise die Stange gehalten. Jetzt müsst ihr zeigen, dass ihr uns auch weiterhin haben wollt. Aber das Interessante daran ist, dass man jetzt praktisch auch weitere Lohnsteigerungen an die Inflationsrate gekoppelt hat, also praktisch an die Lebenshaltungskosten gekoppelt hat. Das wird ein Muster werden, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, dass man sagt, ja okay, wenn die Lebenshaltungskosten steigen, dann möchte ich bitte mehr Gehalt haben. Das ist diese Lohnpreisspirale, die sich hier ankündigt und ankündigen wird. Apropos Lohnpreisspirale, das ist vor allem in der Türkei eine Preisspirale. Jetzt hat die Türkei Dutzende Menschen angeklagt, die auf Twitter zum Beispiel prognostiziert hatten, dass die türkische Lira weiter fallen wird. Und wie Sie vielleicht wissen, ist das ja durchaus passiert. Hier sind 38 Personen in Istanbul angeklagt, weil sie korrekt vorhergesehen haben, dass die türkische Lira fällt. Das war vielleicht auch gar nicht so schwer angesichts der Geldpolitik der von Erdogan unter Druck gesetzten Notenbank. Die Türkei ist das schwächste Glied in der Kette. Die Türkei wird als erstes fallen. Nicht, weil das böse Ausland es ebenso will, sondern weil die inneren Strukturprobleme der Türken, wo die Konsumenten besonders stark verschuldet sind und nicht der Staat, das ist immer ein Problem, wenn die Konsumenten zu stark verschuldet sind und dann letztendlich in Währungen auch verschuldet sind, die gegenüber der eigenen Währung massiv aufwerten, das ist ja das große Problem. Aber wir sehen, wie die Dinge hier auch in der Türkei eskalieren. Die Schuld sind immer die anderen. Meine Damen und Herren, wenn Sie heute sich interessieren oder wenn Sie übergeordnet sich interessieren für Gold, Silber oder auch Kupfer, dann möchte ich Ihnen folgendes Video von Rüdiger Born ans Herz legen, der gerade den Goldbullen viel Hoffnung machen kann. Schauen Sie das mal an, werde ich unter dem Video verlinken, Gold, Silber, Kupfer, da Rüdiger mit seiner genialen charttechnischen Einschätzung, wie gesagt, unter dem Video werde ich das verlinken. Wünsche jetzt eine gute Woche, es ist ja eine verkürzte Woche, was die Wall Street betrifft, Donnerstag, Feiertag, Freitag, so ein bisschen Handel, also das Geschehen wird sich zwischen Montag und Mittwoch abspielen. Jetzt Ihnen das Allerbeste, Servus und Ciao.